Erich Mühsam, Vorsitzender des Revolutionären Arbeiterrates in München. Der Sozialdemokratie, die die Revolution weder vorhergesehen noch gewollt hatte, widmete er das folgende Lied. War einmal ein Revoluzzer, im Zivilstand Lappenputzer, ging im Revoluzzerschritt mit den Revoluzzern mit. Und er schrie, ich Revoluzzer, und die Revoluzzermütze schob er auf das linke Ohr, kam sich höchst gefährlich vor. Doch die Revoluzzer schritten mitten auf der Straße mitten, wo er sonst denn unverdrutzt alle Gaslaternen putzt. Putzt, putzt. Sie vom Boden zu entfernen, rupfte man die Gaslaternen aus dem Straßenpflaster raus, zwecks des Barrikadenbaus, zwecks des Barrikadenbaus, aus dem Straßenpflaster raus. Aber unser Revoluzzer schrie, ich bin der Lampenputzer dieses guten Leuchtelichts. Bitte, bitte tut ihm nichts. Wenn wir ihm das Licht ausdrehen, kann kein Bürger nichts mehr sehen. Lass die Lampen stehen, ich bitt, denn sonst spiel ich nicht mehr mit. Nicht mehr mit, nicht mehr mit, denn sonst spiel ich nicht mehr mit. Doch die Revoluzzer lachten und die Gaslaternen krachten und der Lampenputzer schlich fort und weinte bitter, bitterlich. Dann ist er zu Haus geblieben und hat dort ein Buch geschrieben, nämlich wie man revoluzt, nämlich wie man revoluzt, nämlich wie man revoluzt. Und dabei, doch Lampen putzt.